Lieber Gott im Himmel. What up? Ich brauche deine Hilfe. Oh damn, what happened? Manchmal werden wir im Internet beleidigt und... Hey, mein Sohn. Wir fahren jetzt zu dem Gargo nach Hause und du sagst ihm ins Gesicht, was du denkst. Aber... Kein Aber. Wir fahren jetzt zu dem Gargo nach Hause. Damn, habe ich zu lange nicht mehr checken lassen. Aber fuck that, I'm a god, I can teleport my ass. Das war krass. Reiß dich zusammen, Beastie Boy. Ich klingel jetzt. Und vergiss nicht, gut zu klingen. Als ob, was wollt ihr denn hier? Ey, red mal bitte kein Stoßsong. Lass es. Die Disses, die du spuckst, klingen für mich nach Fuß, Tommy. All der Anger ist sicherlich nicht gesund, Tommy. Für den Hass gibt es gar keinen Grund, Tommy. Die Attitüde ist das Wertvollste der Kunst, Tommy. Jede Entscheidung trifft nur das Herz in meiner Brust, Tommy. Auf Gargos hab ich mehr als keine Lust, Tommy. Ihr wollt mich beißen, aber ihr bellt wie so ein Hund, Tommy. An der Stelle ein Themawechsel. Ich will nicht, dass wacke Gargos das Thema von jedem Text. Ich will über Wichtigeres reden. Zum Beispiel über die Realness und den King in dieser Szene. Okay, lass doch mal das Thema wechseln und keine Zeit verschwenden, denn T-Brick ist doch eh der Beste. Erster Beste. Wozu gibt es Preisverleihung? Wozu gibt es deine Meinung? Ich bin hier doch eh der Beste. Erster Beste. Ich zeig dir das Spotify-Profil eines erfolgreichen MCs. Du kannst nicht leugnen, was du siehst. Ugly. Ein hässliches Profilbild, Alben mit dämlichen Covern und noch dämlicheren Titeln. Ich scroll auf der Seite nach unten und seh bei ähnliche Künstler noch ein paar weitere Mogel. Zeig dir das nächste Profil und dann das nächste Profil. Fragst du dich langsam, wieso so ne Scheiße wen interessiert? Wieso ein Abfall? Die haben keinen Sinn für Ästhetik, die müsst jetzt verstehen, ist der Fehler liegt da in der Genetik, oder? Ja, kann schon sein. Ich meine, ich bin kein Doktor, vielleicht passt dein Gehirn auch nicht gut rein in manche Kopfform. Stupid. Also für mich sind das Fremdjump-Rapper, für mich sind das, ich mache mein Album mit dem Enter-Rapper, für mich sind das, ich bin True School, aber ich bin Rentner-Rapper, für mich sind das Gargos. Nur gottverdammte Gargos. Dein Favorite Rapper ist beim Hören dieses Liedes angespannt und fragt seinen Anwalt, ob man da irgendetwas machen kann. So ein Gargo. Ey, für dich klingt das ignorant und arrogant, doch ich sage, so cool wie ich ist niemand hier im ganzen Land. Oh yeah. Das ist die Message. Real talk. T-Brick ist der Beste. Oh yeah. Das ist die Message. Real talk. Mary ist der Beste. Oh yeah. Das ist die Message. Real talk. Beast Boy ist der Beste. Oh yeah. Das ist die Message. Real talk. Murphy ist der Beste. Oh yeah. Das ist die Message. Real talk. Brick ist der Beste. Yo Gott, huh? Du spielst doch auch E-Gitarre, oder? Und wie ich E-Gitarre spiele? Dann zeig dem kleinen Gargo mal, was du kannst. Saxophon spielst, oder? Oh, ich hab das letzte Mal Saxophon gespielt. Da gab's die Erde noch gar nicht, Mann. Ach, ist doch egal, Bruder. Ich weiß, dass du das kannst. Komm schon. Okay.
bist von allen Göttern, die ich kenne, der krasseste. Kannst du auch Saxophon und E-Gitarre gleichzeitig spielen? Na klar. Ey, könnt ihr jetzt endlich mal abhauen?